einen Tag geben, und zwar den TMI-Tag in der Book Edition. Ich wurde hier von der lieben von Wörtern gefesselt getaggt. Ich verlinke euch ihren Tag unten in der Infobox. Und zwar geht es hier um 50 Fragen zum Thema Bücher und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da wir hier 50 Fragen haben, würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lange auf, sondern fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar ist die Frage hier, welcher Charakter hat den besten Stil? Ich muss sagen, dass mir der Stil von Katniss aus der Tribute von Panem sehr, sehr gut gefällt. Also, wenn man jetzt mal von den Filmen ausgeht, was die da so anhat, ja, finde ich das eigentlich schon ganz cool, was die da so trägt. Also gerade diese Stiefel-Hosen-Kombination mit der Lederjacke, finde ich sehr, sehr cool, mag ich sehr. Ansonsten würde ich hier mich noch für Sarah entscheiden von Rock Kiss 4. Sie hat auch einen locker leichten, legeren Kleidungsstil, aber auch schon so ein bisschen, jetzt nicht so Tussi-mäßig, aber schon auch so ein bisschen femininer. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ein Buchfreund, Fictional Crush, also Bookboyfriend. Ich bleibe hier immer noch bei Roth von Dark Elements. Roth ist einfach, er ist so toll. Ich liebe ihn, er ist so toll. Roth ist mein Bookboyfriend und er wird es wahrscheinlich immer bleiben. Hast du je einen Charakter geliebt und im Anschluss gehasst? Ja, ich würde mich der Sina anschließen. Sina hat sich hier für Triss von Die Bestimmung entschieden und ich sehe das genauso. Ich mochte Triss am Anfang total gerne und im dritten Teil konnte ich die Tante absolut nicht mehr leiden und ich habe mir gedacht, so, was soll das Ganze? Und ja, würde mich der Sina anschließen und mich hier für Triss entscheiden. Mein größtes und längstes Buch. Mein größtes und längstes Buch ist dieses hier. Der Übergang von Justin Cronin. Dieses Buch hat über 1000 Seiten und es ist wahnsinnig groß und lang und dick und fett und schwer und ja, der Übergang. Mein schwerstes Buch, ich habe sie jetzt nicht gewogen, ja, aber so vom Gefühl her ist Wie Monde so silbern von Stephanie Meyer mein schwerstes Buch. Was ich im Regal habe, ist auf jeden Fall noch schwerer als der Übergang. Also dürfte das hier mein schwerstes Buch sein. Besitzt du ein Buchposter? Ja, ich besitze ein Buchposter zu Coherent von Laura Newman. Ich habe aber keine Ahnung, wo das ist. Ich habe es gerade eben nochmal gesucht und irgendwie ist es seit dem letzten Umräumen nicht mehr da, wo es vorher war. Deswegen zeige ich euch hier Coherent an dieser Stelle nochmal, denn das Poster sieht genauso aus wie das Cover. Ja, es ist irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Verdammte Ordnung. Verdammt. Besitzt du buchbezogenen Schmuck? Ja, ich habe diese Kette mit den Buchseiten drin. Auch da weiß ich gerade gar nicht, wo die ist. Verdammt. Ich sollte mal auf mein Zeug besser aufpassen. Aber ihr kennt ja die Kette. Ihr habt die sicherlich schon mehrfach gesehen. Die hatte ich schon öfters in meinen Videos. Und das ist so ein Cabochon-Schmuck mit halt so Buchseiten drin. Aber mehr Buchschmuck habe ich eigentlich auch nicht. Dein Buch-OTP, also dein einzig wahres Buchpärchen. Mein einzig wahres Buchpärchen ist und bleibt Liv und Nate von Jamaica Lane, von Samantha Young. Ich liebe diese beiden einfach. Die sind so ein tolles Paar. Die sind für mich das perfekte Paar. Und ja, ich finde sie ganz, ganz toll zusammen. Und die sind einfach schon so, so lange mein Buchpärchen Nummer 1 und die werden es wahrscheinlich auch immer bleiben. Deine liebste Buchreihe. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, weil ich habe eigentlich keine Lieblingsbuchreihe. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden für Dark Elements von Jennifer Armentrout. Ganz einfach, weil Roth mein Bookboyfriend ist und ich die Reihe immer noch total feiere und ich Bambi immer noch total feiere und auch Klopfer und das Ganze drum und dran einfach toll finde und ja. Ich würde mich jetzt hier an dieser Stelle mal für Dark Elements entscheiden. Und dieses Buch reflektiert immer noch. Liebste Buch-Filmmusik. Ich würde mich dann auch hier einmal Sina anschließen. Sie hat sich hier für ein ganzes halbes Jahr entschieden. Und ich muss auch sagen, dass ich die Musik wirklich ganz, ganz toll finde für ein ganzes halbes Jahr. Die ist wirklich, wie man so schön sagt, on point. Die ist ganz, ganz toll und entsprechende Situation. Und ich finde, dass diese Musik so viel Gefühl transportiert in diesem Film. Und ja, finde ich ganz, ganz toll. Ich mag allerdings auch die Filmmusik zum ersten Twilight-Film immer noch total gerne. Also ich höre mir die auch heute noch an. Also ja, mag ich auch immer noch. Bin ein Twilight-Fangirl und werde es wahrscheinlich immer bleiben. Also wie gesagt, also vom ersten Twilight-Film die Musik finde ich auch immer noch ganz, ganz toll. Story, die du vermisst, dir wünscht, dass sie fortgesetzt wird. Was ich vermisse, also ich hätte gern endlich eine Fortsetzung zur Brimstone Bleed-Reihe. Da würde ich mich auch Sina anschließen. Ich schließe mich irgendwie in allem Sina an. Tut mir leid, Sina, aber wir haben nun mal doch relativ oft den gleichen Geschmack. Ja, also ich würde mich hier Sina anschließen und hätte gerne noch einen dritten Teil zur Brimstone Bleed-Reihe von Victoria Scott. Ansonsten könnte ich mir eine Fortsetzung zur Göttlich-Reihe von Josephine Angelini gut vorstellen.
weil ich glaube, die Geschichte hat echt noch Potenzial und da kann man noch einiges draus machen. Und wenn ich mir noch eine Fortsetzung wünschen dürfte, dann hätte ich gern noch einen vierten Band zur Göttlich-Reihe von Josephine Angelini. Dein liebster Einzelband. Ich lese nicht so viele Einzelbände. Ich finde aber momentan Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed ganz, ganz toll. Das ist ja so eine Liebes-Lebensgeschichte und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mochte ich total gern. Ich mochte die Charaktere, die Story, alles. Deswegen würde ich sagen, dass das momentan so mein liebster Einzelband ist. Seit wann liest du Bücher? Auch hier schließe ich mich Sina an. Seit ich lesen kann. In welchem Hogwarts-Haus bist du? Ich habe diesen Test gemacht, bei mir kam Hufflepuff raus. Was macht ein Buch zu einem guten Buch für dich? Schwierige Frage. Ein gutes Buch muss die richtige Mischung haben aus allem. Gute Charaktere, die richtige Spannung und natürlich auch die richtige Geschichte, also das richtige Element in dieser Geschichte, um sie zu erzählen, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle für mich. Aber ansonsten, wie gesagt, muss die Mischung halt einfach stimmen. Und dafür gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, dass man sagt, das, das und das muss in einem Buch drin sein, dass es ein gutes Buch wird. Das kommt halt alles dann einfach so zusammen. Lieblingszitat habe ich nicht, weil ich bin A, nicht so der Zitate-Fuzzi und B, es gibt einfach zu viele tolle Zitate, da könnte ich mich nie auf eins festlegen. Lieblingsautor, Jennifer Lamentraut. Lieblingscover, auch hier habe ich mich schwer getan, mich zu entscheiden. Ich habe mich dann entschieden für, einfach weil ich sie zusammen einfach so schön finde. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, von C.L. Wilson. Ich finde diese beiden Cover ganz, ganz toll und auch wenn man sie ins Regal so zusammenstellt, finde ich sie immer noch mega cool. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere tolle Cover. Ich finde auch Wir fliegen, wenn wir fallen das Cover total toll oder von Diabolik das Cover finde ich total toll. Also es gibt sehr, sehr viele Cover, die ich einfach nur toll finde, aber Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, gefällt mir bisher so am besten. In Action oder Romanze. Ich bin zwar ein gerne schnulzenmäßiger Leser, aber ich würde mich hier für Action entscheiden. Wohin gehst du, wenn was Trauriges passiert? Wo soll ich denn da hingehen? Ich verstehe diese Frage nicht. Ich bleibe sitzen, wenn was Trauriges in einem Buch passiert. Ich lese dann weiter. Ich stehe jetzt nicht auf und renne weinend durch die Gegend. Ich verstehe diese Frage nicht. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu beenden? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann von den pauschalen 8 Stunden bis hin zu 2, 3 Wochen dauern. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt halt immer auf die Geschichte drauf an und es kommt halt auch immer drauf an, wann ich denn gerade dieses Buch lese. Am Wochenende habe ich natürlich mehr Zeit wie in der Woche. Also ist ganz, ganz unterschiedlich. Wie lange traust du einem Buch hinterher? Nicht lang. Also ich weiß, dass ich bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter damals 2 Tage gebraucht habe, ehe ich ein neues Buch angefangen habe, weil mich das Ganze einfach so mitgenommen hat. Und ich dann erstmal wieder runterkommen musste, um ein neues Buch anzufangen, aber in der Regel dauert das bei mir nicht lang. Also ich lese ein Buch fertig und fange dann meistens am selben Tag oder am nächsten Tag, je nachdem, wie die Uhrzeit halt ist, noch ein neues Buch an. Letztes Lieblingsbuch. Diabolik von S.J. Kincaid. Ich finde es ganz toll. Was magst du an einem Charakter? Ja, gute Frage. Was mag ich an einem Charakter? Ich mag einfach, wenn die Charaktere normal sind. Ich mag es, wenn die Jungs schon ein bisschen Bad Boy sind, aber nicht allzu sehr. Also wenn die zu doof sind, mag ich das auch nicht. Aber ansonsten finde ich das einfach schön, wenn das normale Menschen sind, mit normalen Problemen, mit normalen Macken. Und ja, es muss nicht immer alles überdramatisiert werden, meiner Meinung nach. Das magst du gar nicht bei einem Charakter. Ich mag es nicht, wenn die Charaktere zu weinerlich sind. Also sie können ja am Anfang der Geschichte, können ja Charaktere mal ein bisschen Mädchen sein oder auch weinerlich sein oder halt nicht so tough sein. Aber wenn die Situation das dann erfordert, sollten sie sich doch dann schon entsprechend in diese Richtung auch entwickeln. Also ich mag es nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit ein Dummbrot habe, was alleine nicht klarkommt. So, nehmen wir mal Bella zum Beispiel von Twilight. Ja, also ich kann das nicht haben, wenn ich einen Charakter habe, der von Anfang bis Ende komplett nicht alleine klarkommt, der nur beschützt werden muss und nur betüttelt werden muss und ja, finde ich nicht cool. Warum bist du Booktuber? Ich bin Booktuber, weil ich die Leute in meinem Umfeld genervt habe mit meinen Büchern. Die wollten mir nicht mehr zuhören und ich musste das irgendwo rauslassen und deswegen habe ich dann hiermit angefangen. Wenn ein gruseliges Buch, da ich ja nicht wirklich Thriller oder sowas lese und auch keine gruseligen Bücher lese, habe ich mich jetzt hier einfach mal für Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout entschieden. Hier ist eine gruselige Stelle drinne, aufgrund dessen ich dann nicht schlafen konnte nachts. Also ich musste dann noch 2 Kapitel weiterlesen, um diese gruselige Stelle zu überwinden, dass ich dann wieder in mein Bett gehen konnte. Ja, aber ansonsten gruselige Bücher habe ich im Moment keine da. Ich habe früher Stephen King gelesen. Die sind so ein bisschen gruselig, aber so richtig gruselig
habe ich nicht da im Moment. Das letzte Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Also ich finde jetzt auf die Schnelle nichts, aber das letzte Buch, was mich sehr berührt hat, war der Anfang von Rock Kiss 4. Da habe ich schon sehr mit der Protagonistin gelitten und auch ein bisschen Pipi in den Augen hatte ich bei Wie die Luft zum Atmen. Aber pauschal so richtig, richtig geweint, glaube ich, zuletzt habe ich bei Jonah. Ich weiß jetzt, sonst fällt mir gerade nichts weiter ein, wo ich so geweint habe. Aber ich möchte jetzt hier nicht alle Bücher durchsuchen, deswegen, ich sage jetzt einfach mal so, Pipi in den Augen hatte ich bei Rock Kiss 4 und Wie die Luft zum Atmen und richtig geweint habe ich bei Jonah. Welchem Buch hast du zuletzt 5 Sterne gegeben? Ewig Dein von Janet Clark. Irgendein guter Buchtitel, der erste, der mir pauschal in den Sinn kommt, ist Angel Fall von Susan E. Welches Buch hast du zuletzt beendet? Das ist bei mir Vor Schmetterling wird gewarnt von Susan Anderson. Welches Buch liest du momentan? Ich lese momentan von Marie-Lou Young Elite, Die Gemeinschaft der Dolche. 33. Welche Buchadaption hast du als letztes gesehen? Und auch hier schließe ich mich Sina wieder an. Und zwar Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Also ist ja eine Netflix-Serie. Und auch ich muss sagen, dass mir die Serie ultra gut gefallen hat. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber gesehen habe ich die Serie. Und deswegen, ja, Tote Mädchen lügen nicht. Mit welchem Charakter wolltest du schon immer mal sprechen? Schwierige Frage. Mit welchem Charakter ich schon immer mal sprechen wollte? Puh, keine Ahnung, da gibt es viele. Ich würde mich so gerne mit einigen Charakteren unterhalten und denen mal so 3 Sätze sagen. Aber ich glaube, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mal mich mit Lucas Hunter unterhalten könnte von der Gestaltwandlerreihe. Er ist das Alpha-Tier der Dark River Leoparden. Oder halt auch mit Hawk. Mit Hawk würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Aber mit den zwei, ja. So ein paar Gespräche führen über das Rudel und so. Ja, doch, die würde ich gerne mal so. Mit den beiden würde ich schon gerne mal quatschen. Mit welchem Autor wolltest du schon immer mal sprechen? Jennifer Armentrout. Liebster Buchsnack? Ich esse alles Mögliche beim Lesen. Am besten Gummibärchen, weil die kleben nicht ganz so schlimm wie Schokolade. Aber im Prinzip geht alles. Ich stopfe alles in mich rein beim Lesen. Ich muss halt immer nur aufpassen, wenn man so krümelige Sachen liest, dass man da das Buch nicht voll krümelt, weil das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber im Prinzip alles, was es so an Süßigkeiten gibt. In welcher Buchwelt möchtest du leben? Boah, ich würde gern in der Welt von den Luna-Chroniken leben. Ich finde diese Science-Fiction-Welt ganz, ganz toll und finde die richtig cool. Und ja, da würde ich gerne leben. In welcher Buchwelt möchtest du nicht leben? Ich möchte nicht leben in der Welt von Cassia und Kai. Also, das ist so eine langweilige Gesellschaft. Ich glaube, da würde ich vor Langeweile verrecken. Also, ganz ehrlich, Also, in der Welt von Cassia und Kai würde ich nicht leben wollen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr langweilige Welt. Nein. Never ever. Wann hast du das letzte Mal an einem Buch gerochen? Gerade im Moment. Oh, ich liebe den Geruch von Büchern, wenn man die aus der Folie so auspackt und dann kommt dieser Buchgeruch einem gegen. Oh, es gibt nichts Besseres, oder? Seltsame Formulierungen in Büchern? Ja, die gibt's. Ein gutes Beispiel ist Verlorener Stern von Mona Silver. er drehte sich rum und küsste ihren Bauch. Das werde ich nicht mehr vergessen. Also da sind lauter solcher komischen Formulierungen drin, die auch keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, warum mein Mann sich rumdreht und der Frau den Bauch küsst. Vor allem, wenn sie nicht schwanger ist. Also, wenn die Frau schwanger ist, macht das ja vielleicht noch Sinn. Aber wenn sie nicht schwanger ist, warum macht man... Nein, das ergibt für mich keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall, es gibt viele lustige Formulierungen in Büchern, die auch absolut manchmal sinnfrei sind. Liebstes Liebesbuch. Das hatte ich vorhin schon quasi gesagt bei meinem liebsten Pärchen. Jamaica Lane von Samantha Young. Aber ich liebe auch Stay With Me von Jaylin. Diese beiden Bücher. Oder Rock Kiss 2, ich berausche mich an dir. Oh mein Gott, das ist so gut, das ist so gut. Schreibst du? Ja, für mich. Also, ich schreibe für mich eine Geschichte. Ich habe viele Ideen im Kopf, aber so richtig professionell schreiben, aber so für mich. Ich glaube, jeder, der Bücher liest, probiert es auch selber irgendwann mal auszuschreiben. Bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht, aber ich schreibe so für mich. Liebster magischer Gegenstand? Bei dieser Frage würde ich mich auch Sina anschließen und mich für den Zeitumkehrer von Harry Potter entscheiden. Eine Quidditch-Position Sucher, weil ich glaube, da würde ich nicht so viele Bälle vor die Fresse kriegen. Wenn ein Song, der mit einem Buch verknüpft ist, habe ich nicht, da ich prinzipiell Musik und Bücher so trenne, also habe ich nicht. Lieblingsanmachspruch Book Edition, das war mein Handy. Oh, das war die Sina. Also liebster Anmachspruch Book Edition, keine Ahnung. Na, was liest du gerade? Ich weiß es nicht. Gibt es da direkt Anmachsprüche? Ich habe keine Ahnung. Das nächste wäre dann, hast du ihn je benutzt?
Nein, also, nee, ich, das ist irgendwie blöd, nein. Buch-Fandom, spontan, keine Ahnung. Ich, weiß ich nicht, fällt mir so spontan nichts ein. Also ich muss mich beeilen, mein Akku blinkt, aber so spontan Buchfandom. Sina hat hier Dragon Ball genannt. Ich finde Dragon Ball auch ganz, ganz toll. Ich habe das damals total gefeiert, diese Serie. Ich glaube, da schließe ich mich auch Sina an, weil mir fällt auch so spontan nichts weiter ein. Wie viele Bücher besitzt du? Ich besitze ungefähr 217, 18 gelesene Bücher und ungefähr 100 ungelesene Bücher. Also um die 320, 30 Bücher habe ich ungefähr. Richtige Bücher ohne E-Books. E-Books insgesamt sind es ungefähr 60, 70. Ja. Ich wenn taggst du, ich tagge wie üblich Anis Bücher Lounge, ich tagge die Librellis, ich tagge einfach mal Ava Reads, ich tagge Bookmarket, Book of My Life, die Bücher Nixon, Crazy Books, das Bücherregal. Ah, wen tagge ich noch? Ich muss mal hier durchgucken. Katalovs Books, Steffi wurde getaggt. Ich muss mal gucken. Magical World of Books und Mels Bücher. So, bevor der Akku jetzt gänzlich abschmiert, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss!